Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. 3 Wochen nach der Bundestagswahl zeichnet sich ab, dass es zu einer großen Koalition kommen wird. Ich glaube, die anstehenden Sondierungsverhandlungen mit den Grünen entscheiden eher darüber, ob es Pflaumen oder Streuselkuchen gibt, als über den Bestand wirklich der künftigen Regierung. Ich finde absolut bemerkenswert, dass die SPD jetzt öffentlich Forderungen erhebt, die sie ohne weiteres mit einer Mehrheit von 8 oder 9 Stimmen im Bundestag mit unserer Hilfe abstimmen könnte. Also der Mindestlohn könnte sofort abgestimmt werden, die Rentenfrage könnte sofort abgestimmt werden und die Frage der stärkeren Besteuerung von Reichen ebenfalls. Wir haben die SPD immer gewarnt vor diesem Schritt in die Große Koalition. Ich betone noch mal, Große Koalition ist großer Mist, um an das Wort eines bekannten SPD-Führers zu erinnern. Das heißt, halbe Lösungen für ganze und große Probleme. Wir werden sehen, dass zentrale Probleme dieser Republik mit der Union nicht zu lösen sind. Die zentralen Fragen werden eher halbe Lösungen bringen, wie halber Mindestlohn, halbe Rentenschritte und gar keine Vermögensteuer oder gar keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Wir werden in dieser Frage als Oppositionsführer im künftigen Bundestag, wenn es denn alles so kommt, wie wir befürchten, klare Kante zeigen. Die Frage der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums durch eine Millionärsteuer, die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, sind unseres Erachtens zentrale Fragen, die darüber entscheiden, ob denn tatsächlich Kindertagesstätten ausgebaut werden können, ob das Gesundheitssystem so erhalten werden kann, ob die öffentliche Infrastruktur befriedigend ausgebaut werden oder überhaupt nur erhalten werden kann. Wird auf diese Maßnahmen verzichtet, werden große Teile der Wahlversprechen, die die SPD gemacht hat, im Wahlkampf nicht einzulösen sein. Wir werden erleben, dass große Abstriche gemacht werden können und dass auch die Erwartungen der Wählerschaft der SPD von der eigenen Mitgliedschaft einmal ganz zu schweigen nicht erfüllen kann. Wir wissen, dass heute bei der Unternehmensbesteuerung die Bundesrepublik im untersten Drittel der OECD-Länder ist. Wir haben gar keine Vermögensteuer als einer der wenigen Industrieländer. Es wäre höchste Zeit, diese Fragen auf die Tagesordnung zu setzen. Wir werden erleben, dass hier die großen Rückzieher gemacht werden. Zweiter Punkt, zu dem ich Stellung nehmen will, DGB, Forderung nach neuem Rentenkonsens. Der DGB hat sich ja hier auf eine Umfrage gestützt, dass 42% der Menschen Angst haben, im Alter nicht genügend abgesichert zu sein und hat deshalb dem Bundestag oder den Bundestag vertretenen Parteien zu einem neuen Rentenkonsens aufgefordert. Wir teilen diese Befürchtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und teilen auch die Ängste der Menschen vor Altersarmut und halten deshalb tatsächlich diesen Schritt, mit den Parteien einen Rentenkonsens herbeizuführen, als einen richtigen Ansatzpunkt. Für uns gibt es 4 Punkte, die dort von entscheidender Bedeutung sind. Wir wollen die Stabilisierung des Rentenniveaus vor Steuern bei deutlich über 50%, sprich keine weiteren Rentenkürzungen. Zweitens, wir wollen eine armutsfeste Mindestrente als universelles soziales Netz im Alter. Das brauchen wir dringend. Drittens, wir wollen die Ostrentenangleichung noch in dieser Legislaturperiode. Und viertens, wir sehen keinen Grund, das Renteneintrittsalter erst ab 67 beizubehalten. Wir haben hier schon oft genug gesagt, das würde ungefähr einen Kostenpunkt monatlich für einen Durchschnittsverdiener, Durchschnittsverdienerin von 6 bis 7 Euro ausmachen. Eine Volksabstimmung über diese Frage würde eindeutig ausgehen. Dritter Punkt, zu dem ich sprechen will, ist die Debatte um die europäische Flüchtlingspolitik. Wieder kenterte am Wochenende ein Boot
vor der Insel Lampedusa mit Flüchtlingen. Wieder berichteten die Medien über unendliches Leid, über ertrinkende Kinder, Frauen und Männer. Und wieder wird daran erinnert, wie inhuman die Flüchtlingspolitik hier der EU ist. Experten, auch außerhalb der Parteien, fordern schon längst eine Änderung dieser Flüchtlingspolitik, eine Reform, die diesen Namen auch verdient. Es scheint, dass wieder nichts gemacht wird, dass tatsächlich Europas Grenzen dicht gemacht werden, an dieser Politik nichts geändert wird. Und dafür haben wir kein Verständnis. Es geschieht dort unendliches Leid. Die meisten Menschen, die flüchten müssen, flüchten aus Angst vor Kriegen oder weil sie mitten im Kriegsgebiet sind. Viele Menschen flüchten natürlich auch, weil sie schlichtweg nichts zu essen haben, hungern müssen, nicht existieren können. Es wäre im Übrigen völlig normal, dass solche Bilder Mitleid auslösen und humanitäre Einstellungen und nicht quasi die Ressentiments gegen Flüchtlinge geschürt werden, wie das der Innenminister tut. Ich habe das schon mal betont, ich habe dafür gar kein Verständnis, dass darüber geredet wird, verächtlich, dass es hier um Wirtschaftsflüchtlinge geht, dass versucht wird, hier die Bevölkerung mit zum Teil plumpen rassistischen Ressentiments aufzuhetzen, die Menschen gegen die Flüchtlinge auszuspielen und insbesondere vorhandene Ängste zu nutzen, billigen Populismus zu machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, auch angesichts dieser Bilder, die wir fast jeden Tag sehen, so etwas macht man als seriöser Politiker nicht. Wir bleiben dabei, für uns kommen die Flüchtlinge nicht in betrügerischer Absicht ins Land. Es wird keine Lösung der Probleme sein, dass wir Europa abschotten. Wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, Menschen, die in Not gekommen sind. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es in der Weltwirtschaft gerechter zugeht. Es ist völlig klar, die Not, die dort passiert, ist natürlich auch ein Ausdruck der weltweiten Wirtschaftskrise, der weltweiten Konflikte um Ressourcen. Die Ausbeutung dieser Länder ist auch einer falschen Politik geschuldet, die die Europäische Gemeinschaft betreibt, die auch die Bundesregierung betreibt. Das muss alles geändert werden. Aber die Menschen, die in Not sind, muss einfach geholfen werden. Ich habe jetzt beim Gewerkschaftstag der BCE den Präsidenten des Europäischen Parlaments gehört, der gesagt hat, in Lampedusa sind 10.000 Flüchtlinge, das ist für Lampedusa zu viel bei 6.000 Einwohnern, aber 10.000 Flüchtlinge in der Europäischen Gemeinschaft unterzubringen, die 500 Millionen Menschen hat, kann ja kein Problem sein. Da kann man dem Präsidenten des Europäischen Parlaments nur zustimmen. Inzwischen gibt es glaubhafte Berichte, dass das Flüchtlingsboot am Wochenende durch Fremdeinwirkung, ich nenne es mal vorsichtig, gekentert ist. Diesen Berichten muss mit aller Konsequenz nachgegangen werden. Der Verdacht, dass libysche Grenzer oder auch italienische Schnellboote Jagd auf Flüchtlinge machen, die tödlich endet, muss aufgeklärt werden. Wir wollen, dass der Generaldirektor von Frontex vor den Deutschen Bundestag geladen wird, um Auskunft zu geben, was sich tagtäglich vor den Toren Europas an Dramen abspielt. Ich finde, die Aufklärung der Wahrheit ist der erste Schritt zur Besserung.